Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Wild Kids, Freunde. Und Pädagogen dieses Landes haben Kreis angeschrieben und gesagt, Kreis, ohne deine wertvollen Tipps, die wir aus diesem Spiel ziehen können, wissen wir nicht mehr, wie wir Kinder im Allgemeinen erziehen sollen. Deswegen mach bitte weiter und löse die letzten Rätsel, um all die Erfahrungen der pädagogisch sinnvollen Erziehung von frechen Kindern weiter an uns zu übermitteln. Und das tun wir, Freunde. Ich hoffe, niemand trägt eine Hose. Das ist in diesem Spiel nämlich offiziell nicht erlaubt. Ich habe gestern im Stream schon mal erwähnt, dass diese Karte hier hat ein ganz, ganz, ganz großes Problem, Freunde. Und zwar muss man hier eine Runde Minesweeper spielen, um an irgendwas zu kommen, was ich bisher leider nicht weiß, weil ich Minesweeper nicht kann. Ja, und wir werden auf jeden Fall versuchen, diesen wunderschönen Luftballon vor diesem bösen, bösen Kind mit diesem ekligen Giftzahn im Mund, irgendwie werden wir versuchen, es zu befreien. Ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen umklickern, weil ich nicht weiß, ob ich jemals Minesweeper lösen kann. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal so ein paar Grunddinger. Hier ist BBO. BBO gibt mir eine Flasche. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas unter der Bettdecke finde. Manchmal kann man hier so Sachen wegklappen. Hier haben wir ein Schwert. Da ist ein Riss in der Wand. Der Junge hat hier irgendwie einen Sabberfaden. Aber ansonsten gibt es nichts. Warum versucht der Junge ihn zu erschrecken? Warum ist er so brutal? So, und da haben wir es auch schon. Ich kann hier auch nicht nach draußen. Oh, warte mal, da ist noch was drunter. Okay, warte, ich schau mal, was wir hier so haben. Also, Papier, das ist ein Zaubermittel, um Geister heraufzubeschwören. Okay, das können wir jetzt gerade aber eh nicht machen. Tötungswaffe aus China. Okay. Anwesendes Wasser. Der Geist hat Angst davor. Zwei Essstäbchen. Das Essstäbchenpaar wirkt sehr magisch. Wir müssen sehen, was wir damit machen können. Und heißer Reis ist heißer Reis. Okay, da gibt's nichts. Was macht es? Es leuchtet blau. Es ist heißer Reis. So. Was ist immer im Crack verborgen? was ist im Crack verborgen, Leute? Bumm, schon erwischt, Alter. Wie kann man bei 10 so Bubbles, ne? Wie kann man da irgendwie so... Jetzt muss ich das Grundprinzip, müsste ich jetzt dann irgendwie mal verstehen. Das ist ja so ein Ding, ja, was irgendwie kein Mensch verstehen kann. Ja, welcher Mensch kann denn Minesweeper verstehen? Das ist doch völlig illegal, oder? Ist es so gewollt, dass es so gemein ist, dieses Spiel? Und ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo wieder hinklicke, ja, dann ist ja jetzt schon wieder die ganze Arbeit hinüber. Ja, und ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee kommt in China oder woher dieses Spiel auch immer ist. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja, wer sagt, oh, das wäre jetzt super geil. Da, bumm, zack, und schon versaut. Ich habe keine Ahnung, hier sollen 3 sein im Umfeld. Das heißt 1, 2, 3. Wenn er sagt, hier sind 2, dann müssen die beiden theoretisch eine Bombe sein. So, das heißt, die müssen, dann ist das... Warum ist das eine und das keine? Wer hat denn dieses dämliche Spiel erfunden? Es ist doch einfach zum Melken, Leute. Es ist doch einfach nicht normal. Oh. Und entweder ich habe jetzt Glück und klicke hier so oft irgendwie richtig, bis... Oh. Hier ist überall 1, das heißt einer von... Dann ist der auf jeden Fall jetzt eine. Und aber... Ne, woher willst du es genau wissen? Ich verstehe das nicht, Leute. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht. Ich weiß es nicht, warum. Boah, und dann klickt er genau auf eine drauf. Da. Ich weiß, die Leute, die jetzt oft sowas spielen, die sagen, hey, das ist doch easy peasy. Ja, jetzt stelle ich mal nicht an, Kreis. Das ist das einfachste Game in the world. Ja. Aber für mich ist das schwierig. Für mich ist das schwierig. Ich habe halt in meinem Leben nicht sehr oft Minesweeper gespielt. Und tja, das zahlt sich jetzt natürlich in diesem Spiel hier direkt aus, ja. Das zahlt mir das Leben direkt wieder zurück. Aber was will man machen? Ich meine, ne, es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie so zu lösen. Und dann weiß ich nicht, was in der Kiste drin ist. Hinterher brauche ich das gar nicht oder so. Und dann, was machen wir dann? Leute, was machen wir dann? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Da sind...
Das ist halt immer so eine Umfeldsache, aber ich kann doch in 5 Minuten jetzt, wenn man nie Minesweeper gespielt hat, dann kannst du doch in 5 Minuten hier so ein Ding nicht lösen oder mal eben erlernen, wie man Minesweeper spielt. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen werde ich das jetzt einfach so oft versuchen, ja, bis es dann irgendwann mal klappt und dann zeige ich euch einfach, was in dem Safe drin ist. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal neu starten, damit ich mehr Zeit habe. Und dann versuche ich mich da mal irgendwie durchzuklicken. So, ja, und wie ihr seht, habe ich jetzt dieses Minesweeper... Oh, da ist ein Zahn. Dieses Minesweeper-Ding gelöst und ihr seht von der Zeit her einfach, ne, ich habe jetzt so lange da drin rumgeklickt, bis es irgendwie funktioniert hat. Und ja, keine Ahnung, jetzt habe ich aber nur noch 3,5 Minuten Zeit, um das Level irgendwie zu lösen. Und ja, wie wir alle sehen, ist es halt echt super kacke geregelt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so weiterspielen kann. Ich kann mir jetzt auch niemanden holen und sagen, ja, ne, löst du mal für mich eben schnell Minesweeper. Oh, guck mal hier. Das kann man, ne. Oh. Alter. Hornet. Boah, die hat aber gebrummt hier. Dicke Hornisse drin gewesen, aber sie ist wieder rausgeflogen. Ja gut, jetzt habe ich den hier mit dem Saft irgendwie gespritzt und den habe ich den Zahn gegeben. Aber es ist auch nicht die Möglichkeit aller Dinge. Hier brauchst du eine Zeichnung, um Geister zu beschwören vielleicht. Oder den hier irgendwie pieken mit den Stäbchen, dem hier eine Fratze verpassen, heißer Reis irgendwie. Kann ich den... Irgendwas soll ich doch hier schrumpfen oder so. Hier die Zeichnung da vielleicht... zurückgewinnen. Die Blumen. Keiner weiß genau, was ich jetzt machen soll. Und das Problem ist, dass immer wenn ich jetzt neu starte, ich muss das jedes Mal wieder neu machen, ne? Ich muss das jedes Mal... Oh, da ist Reis drin. Stäbchen. Das magische Ding. Ein Schwert. Maske. Oh, 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 warte mal. Die Maske, vielleicht der Bengel hier. Oder der da. Oh, er hat sich eingeschüttet. Sehr schön. Nach dem Aufschrecken muss Pupu es besonders zeigen. Pumpe, wir können... Okay... Okay, ist irgendwie... Ist hier noch irgendwo ein Luftballon, oder? Den Geist brauchte ich jetzt für die Maske. Jetzt hat sich der Junge hier so erschreckt, dass er sich ins Höslein geschissen hat. Was wollte denn der mit dem Zahn? Will der vielleicht... Sammelt der irgendwas? Fäkalien oder so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte lass mich dieses Level doch einfach kurz schaffen. Das ist doch echt kein Problem. Pumpt das auf oder macht das oder... Ich hab doch jetzt schon den Reisgeist beschworen. Okay, es funktioniert so schon mal nicht. Das Kacke in die Blumen machen oder so, oder ich nichts verstehen. Das ist eine Pumpe. Was kann man denn hier pumpen? Die Gesichter aufpumpen. Der Junge erschreckt sich. Was haben wir denn eigentlich mit dem Schwert gemacht? Habe ich für das Schwert dann die Maske bekommen oder wie? Ich werde es halt nicht so oft versuchen können, weil ich jedes Mal wieder... Okay, wir treffen uns nach einer Runde Minesweeper. Jetzt ist der Ballon geplatzt, alle Kinder sind traurig. Na toll. Okay, ich versuch's nochmal. So, jetzt haben wir noch knapp 4,5 Minuten. Leute, Alter, das ist so anstrengend und so schwer und ich kann überhaupt keinen Minesweeper und ich muss mich da einfach irgendwie durchklicken und ich weiß nicht, ob ich jetzt für das Spiel extra irgendwie Minesweeper lernen will und möchte und kann. Weil es einfach zeitlich auch Dinge im Leben gibt, die ich mir besser vorstellen kann.
So, ne, der will das Schwert haben. Okay, gut, verstehe. Der Geist hat Angst davor. Hier haben wir eine Pumpe. Das kann ich jetzt alles so... Ich meine, ich weiß ja schon hier, zack, bumm, da gibt's einen Pups. Das ist, ne, hier. Da ist der Geist drin und, weiß nicht. Dem kann ich den Zahn geben, aber es macht Klingen, aber ich krieg auch nichts dafür oder so. Jetzt habe ich wieder eine Pumpe und Code. Und ich kann hier keinen Code in die Pumpe tun. Ich kann jetzt gewöhnlich Ballons mein Interesse wecken. Ja, das wissen wir alles nicht. Keine Ahnung. hier ist noch ein Fehler. Wo sind all die Fehler hin? Da fehlt noch ein Blatt. Und ansonsten... Oh, ich habe so wenig Zeit. Ich habe jetzt keinen Bock, hier Fehler zu suchen. Da fehlt das Herz. Da fehlt die Lippe. Da fehlt das Herz. Fehlt doch bestimmt hier irgendwo. Da fehlt noch ein Strich. Leute, es ist blöd. Das ist total blöd. Da geht der ganze Spaß flöten, wenn du dann so einen Kack da machen musst. Ja, was ist eben Crack verborgen? Damit meinen die mit den Riss wahrscheinlich wieder mit Crack, ne? Ja, klar meinen die das. Das ist der Geist, der kann mit Popo nix, der kann mit der Pumpe nix. Hier, auf den Reis, das, das, hier, hier. Ich dachte halt, vielleicht die Pumpe mit dem Code füllen der, und irgendwoher kriege ich noch einen Ballon, den ich dann halt austauschen kann. Der platzt dir dann im Gesicht und alles ist voll Kakala. Das war mein großer Plan gewesen. Aber aus irgendeinem Grund geht es nicht. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob ich dieses Sudoku-Ding irgendwie so manipulieren kann. Nö, das geht auch nicht, das geht auch nicht, das geht nicht. Hier ist ein eigener Kacker, die Pumpe. Geht da nicht hin, geht da nicht hin. Kann ich hier irgendwas aufpumpen, die Mopse von der Posterfrau und dann... Niemals. Oh, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas, Leute? Ah... Keine Ahnung, ich würde sagen, wir machen hier dann eine kurze Folge, weil da geht einem auch die Laune flöten, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, jedes Mal 3 Minuten ein Sudoku irgendwie zu versuchen, was ich nicht... Noch ein Zahn. Ich habe noch einen Zahn. Zahnfee. Hier. Och komm, ernsthaft? Wie viele Zähne muss ich denn sammeln? Da war noch ein Zahn am Tischbein. Alter. Soll hier jetzt irgendwo noch ein Zahn verborgen liegen, oder? Was ist das da für ein kleiner Zipfel? Oh nein, ey. Das heißt, ich brauche irgendwie mehr Zähne. Aber es gibt nicht mehr Zähne. Da liegt ein Ball. Jetzt habe ich den Zahn. Den Zahn kriege ich nicht von dem Kind. Hat er irgendwie einen Zahn verloren? Nee, komm, der hat doch jetzt alles, was er will. Hier, nimm die Pumpe. Zahngeist. Hier könnte überall jetzt noch ein Zahn liegen, oder was? 30 Sekunden noch. Oh. Das ist doch bescheuert. Das ist doch wirklich bescheuert. Zahn hier, vielleicht so ein Höllenzahn vom Höllenmonster. Hier irgendwo ein Zahn in der Blume noch drin. Die Frau hat die irgendwelche Zähne. Komm schon, Geist, hast du einen Geisterzahn vielleicht? Nee, ich sehe nichts. Bumm, hat Platz gemacht, Peng. Ich schaue noch, einmal schaue ich noch. So, da bin ich wieder. Wir haben es geschafft, wieder knapp 4 Minuten 20 Zeit und das dämliche, blöde Spiel-Kack-Rätsel ist gelöst. Und Leute, ratet mal, wo ich den letzten Zahn gefunden habe. Natürlich, im Gesicht von dem Bubele. So, und jetzt kann es weitergehen, jetzt kann es weitergehen. Wir brauchen den Saft, wir brauchen das Beschwörungspapier. So, dann gehen wir mal hier rüber, holen uns Reis und Stäbchen und den Zahn noch. So, jetzt haben wir nämlich 3 Zähne. Und jetzt kann ich endlich... Alter, war das eine Arbeit. Also das war wirklich Arbeit, Leute. Das ist wirklich die ganze Aufnahme. Bei euch dauert das am Ende eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ne, bei mir ist hier... Ja, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ich habe fast 1,5 Stunden gebraucht, bis ich diese blöden Sudokus, bis ich die blöden Dinger da immer gelöst hatte.
So, wir haben jetzt die drei Zähne. Wir haben das hier. Dann holen wir uns hier noch den Pupukaka. Das hier so. Hoffentlich reichen jetzt drei Zähne. Drei Zähne. Oh, da. Heliumballon. Je größer der Schlag. So. Kann ich das jetzt irgendwie... Da ist das Kaka drin. Und jetzt... Oh nein. Jetzt kommt noch so... Wollen die mich... Die wollen mich echt fertig machen. Die wollen mich wirklich echt fertig machen. Das ist doch nicht... Das kann doch nicht deren Wunsch sein. Ach guck mal, jetzt komme ich ja da oben gar nicht mehr dran. Vielleicht so rum irgendwie? Das geht ja auch nicht. Da muss ich ja... Dann vielleicht hier irgendwie rum, dann... Oh, warte mal, vielleicht... Vielleicht haben wir es schon... Ja, ja, ja. Oh, 200 IQ. Ballon ist aufgepumpt. Trommelballon, wagen Sie es nicht zu binden. Blasen Sie es nicht auf, machen Sie es nicht. Damit tun Sie es. Austausch, boom! Oh, endlich, Leute, ihr glaubt gar nicht, welche Befriedigung gerade geistig, mental, körperlich durch meinen Körper fließt. Alter Schwede, war das ein Rätsel. Ich hoffe, das letzte Rätsel wird nicht so hart. Das letzte Rätsel machen wir in der nächsten Episode, aber gemeinsam. Ich bin jetzt durch für heute. Ja, wie gesagt, runtergepresst. Es war halt dieses blöde Minesweeper. Ich weiß nicht genau, warum die auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ich hoffe, wir sind davon in der nächsten Episode befreit. Ansonsten wird es noch ziemlich hart für den armen Kreis, dieses Spiel für euch zu präsentieren. Aber ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen, Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Bis zum nächsten Mal, reingehauen und ciao!